Das Thema Organspende lässt niemanden kalt. Über 12.000 Menschen warten hierzulande auf ein neues Organ, aber nur wenige wollen spenden. Die Politik will das jetzt ändern. Grenzbereich Organspende. Das Ringen um den richtigen Weg. Guten Abend zur Phoenix-Runde. Es geht um eine lebenswichtige Entscheidung, aber auch um eine sehr emotionale. Spende ich meine Organe nach meinem Tod und rette damit Leben? Doch was bedeutet es wirklich zu spenden? Was passiert mit mir und wie geht es meinen Angehörigen damit? Klar ist, in Deutschland haben nur wenige einen Organspendeausweis, aber viele Menschen warten dringend auf Hilfe. Grenzbereich Organspende, das Ringen um den richtigen Weg, darüber wollen wir jetzt diskutieren. Bei mir sind Renate Greinert vom Verein Kritische Aufklärung über Organtransplantationen, Karl Lauterbach, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Roland Hetzer, Herzchirurg und Direktor des Deutschen Herzzentrums Berlin, Andreas Zieger, Neurochirurg am Evangelischen Krankenhaus in Oldenburg und Ute Opper, Vorstandsvorsitzende der Interessengemeinschaft organtransplantierter Patienten. Herr Lauterbach, es soll jetzt eine gesetzliche Neuregelung her, die würde dann möglicherweise heißen Entscheidungslösung. Sie sollen an diesem Gesetzentwurf ja beteiligt sein. Wie würde der konkret aussehen? Also wir sind ja jetzt noch in der Phase, wo der Gesetzentwurf vorbereitet wird. Und möglicherweise wird das ein Gesetzentwurf werden, den wir über die Fraktionsgrenzen hinaus vorbereiten. Also nicht als eine, sagen wir, Initiative der Regierung, sondern des Parlaments. Weil das ist etwas, wo wir also so viele Gruppen wie möglich zusammenbringen wollen. Das soll nichts sein, was also Parteipolitik widerspiegelt, sondern im Prinzip eine Verbesserung für die gesamte Bevölkerung. Das gesagt, also was ich persönlich also bevorzuge und was auch also der Schwerpunkt der Arbeitsgruppe ist, dass also die Menschen in Deutschland mit der Entscheidung konfrontiert werden, ob sie spenden wollen oder nicht. Denn wir wissen, dass sehr viele potenzielle Spender später als Spender nicht in Frage kommen, weil sie sich nie mit der Entscheidung konfrontiert haben. Sie haben sich nie dafür oder dagegen entschieden. Die meisten, die sich mit der Frage intensiv beschäftigen und dann eine Entscheidung treffen müssen, die werden sich für die Organspende entscheiden. Somit ist das also zum einen eine bessere Entscheidungsgrundlage und zum zweiten werden wir dann auch mehr Organe transplantieren können und werden mehr Menschen, die sonst sterben würden, helfen können. Das ist also das, was wir beabsichtigen. Herr Hetzer, diese Entscheidungslösung, wäre das die richtige Lösung? Ich glaube, dass dies eigentlich die beste Lösung ist, auch dem Prinzip der Selbstbestimmung des Menschen am nächsten kommt. Alle Lösungen, die wir auf dieser Welt haben, basieren ja letzten Endes auf der freien Entscheidung. Und die Lösungen, die tatsächlich praktiziert werden, wie hier zum Beispiel, diese erweiterte Zustimmungslösung oder auch die Widerspruchslösung, sind ja eigentlich Hilfslösungen, die zustande kommen, weil die Menschen sich eben nicht zu Lebzeiten entschieden haben, ob sie nach dem Tode Organspender sein wollten oder nicht. Die erweiterte Zustimmungslösung haben wir jetzt gerade vielleicht kurz zu erklären. Und Widerspruchslösung gibt es in anderen Ländern, in Österreich beispielsweise. Richtig, es gibt also eine Reihe von Ländern, die haben die Widerspruchslösung, wo man davon ausgeht, dass wenn jemand zu Lebzeiten nicht einer Organentnahme zugestimmt hat, dass er grundsätzlich doch dafür ist. Oder dass, wenn er nicht widersprochen hat, dass er dafür ist. Aber letztendlich die Lösung, die jetzt anvisiert wird im Deutschen Bundestag, ist sicherlich die optimale. Immer unter der Voraussetzung, dass tatsächlich die meisten Menschen oder möglichst alle sich zu Lebzeiten erklären, wollen sie Organspender sein, oder nicht? Oder wollen sie diese Entscheidung, und das ist auch wieder eine Hilfslösung, für später vertagen? Oder tatsächlich auch ihre Angehörigen damit einbeziehen? Herr Zieger, sollte das gesetzlich geregelt werden tatsächlich? Ich denke, die derzeitige Debatte wird viel zu eng geführt. Denn es kommen ja zwei Dinge zusammen. Einmal möchte man durch eine Neuregelung des Transplantationsgesetzes den Pool an spenderbereiten Menschen erhöhen. Auf der anderen Seite wird aber nicht aufgeklärt darüber, dass eben die Organentnahme bei einem sterbenden Menschen stattfindet, der sich am Punkt der Unumkehrbarkeit befindet. Jedenfalls, er ist in diesem Zustand, wo die übliche Hirntoddiagnostik gemacht wird, in einem
Punkt des totalen Hirnversagens von Hirnstamm, Kleinhirn an Großhirn und wird, wenn er voll aufgeklärt ist und im vollen Wissen auch der neuen Studienlage, eigentlich nur selbst entscheiden können, ob er in einer solchen Situation seine Organe spenden möchte oder dass seine Organe entnommen werden können. Das setzt voraus, dass wir eine enge Zustimmungslösung. Nur er persönlich kann das tun. Und diese Zustimmung kann auch nicht abgetreten werden im Sinne einer Widerspruchslösung oder einer erweiterten Zustimmungslösung, wo auf den mutmaßlichen Willen geschaut wird. Ob man das dann gesetzlich festschreibt oder in die E-Card aufnimmt oder in den Personalausweis, in den Führerschein, das ist, denke ich, für viele Menschen eine Überforderung. Das Zweite, worauf ich hinweisen möchte, was mit diesem ganzen Fragekomplex zusammenhängt. Man muss sich doch mal fragen, warum ist die Spendenbereitschaft so gering? Und man muss sich mal fragen, warum sind so viele Organbedürftige da? Also diese Frage der Verhältnismäßigkeit, dass doch relativ viel Aufklärung, Gesetzesänderung für eine relativ, kleine Gruppe von Bedürftigen aufgewendet wird, um hier eine Neuregelung an der Grenze zwischen Leben und Tod zu schaffen. Meine Auffassung ist auch gerade aus neurowissenschaftlicher Sicht, und ich muss Studenten unterrichten, das kann nur der Einzelne persönlich vorab erklären, in gesunden Tagen, mit vollem Wissen. Herr Ziege, darüber wollen wir auch gleich noch mal diskutieren, in welchem Fall man wie zustimmen kann. Ich würde gerne einmal Frau Greinert fragen, Ihrem Sohn wurden ja nun nach einem Unfall, als er damals 15 war, nach einem tödlichen Unfall Organe entnommen. Sie hatten damals im Krankenhaus zugestimmt, haben es aber eben im Nachhinein sehr, sehr bereut. Was löst diese erneute Diskussion jetzt um die Organspende in Ihnen aus momentan? Also eigentlich die Hoffnung, dass endlich umfassend über die Organentnahme aufgeklärt wird. Ich finde den Ausdruck Organspende total unpassend. Ich glaube, dass die meisten, es wird immer wieder gesagt, dass die Gesellschaft für die Organspende ist. Das mag in irgendeiner Weise sein, aber nur, wenn sich die Gesellschaft selber als Empfänger betrachtet. Ich glaube, dass diese geringe Anzahl an Spenderorganen, ausgefüllten Spenderorganen, wo ja noch nicht mal klar ist, was haben denn die Leute da angekreuzt auf diesem Zettel? Sie meinen die Ausweise, die Organe. Die Ausweise, ja. Das zeigt eigentlich, dass die Leute überhaupt nicht bereit sind, ein Organ zu spenden. Sie wollen eins bekommen. Und ich denke, es muss ganz dringend über die Situation des Spenders aufgeklärt werden. Der muss wissen, welche Situation auf ihn zukommt. Das heißt, Herr Professor Ziege hat es eben schon gesagt, es sind sterbende Menschen. Es wird immer so argumentiert, Sie haben das eben auch gesagt, es steht auch im Organspendeausweis, nach meinem Tod. Es ist nicht dieser Tod, den wir uns als Gesellschaft vorstellen und den wir ganz tief in uns drin verankert haben. Dieses Bild vom Tod, dass ein Mensch verstorben ist, dass keine Funktionen mehr da sind, dass er kalt wird, dass er Leichenflecken hat und regungslos ist. Das ist nicht der Tod, der bei einer Organspende gemeint ist, sondern es ist ein anderer Tod. Es ist ein Zeitpunkt festgelegt im Sterben eines Menschen. Herr Professor Ziege hat gesagt, der ist unumkehrbar. Das ist wahrscheinlich auch in vielen Fällen so. Aber es gibt heute auch schon andere Aussagen, dass es eben nicht so ist. Und ich denke, das muss der Spender wissen. Dass er genau, da geht es im Prinzip auch um die Aufklärung, über die wir gleich sprechen wollen. Ja. Ja, Frau Opper, Ihnen wurde ein Herz transplantiert vor einigen Jahren. Sie waren damals nun auch einer der Menschen, der quasi darauf gewartet hat, endlich ein Herz zu bekommen. Sehen Sie in dieser möglicherweise Regelung, die anstehen wird, die Chance, dass wirklich mehr Menschen geholfen werden kann, dass wirklich tatsächlich mehr sich entscheiden zu spenden? Also ich hoffe, dass die Leute nun gezwungen sind, sich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich denke, dass die Leute sich einfach bis jetzt mit diesem Thema noch nie befasst haben und deswegen im Zweifelsfalle erstmal Nein sagen. Warum? Weil sie eigentlich nichts wissen. Und wenn man die Leute, wie vorgeschlagen, dazu bringt, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, dann muss man ihnen gleichzeitig auch Informationen anbieten. Man muss sagen, du sollst dich bitte entscheiden. Aber bevor du dich entscheidest, hast du hier die Möglichkeit, dich zu informieren. Und wenn man das beides kombiniert, dann kann ich mir vorstellen, dass sich mehr Menschen für Organspende entscheiden.
Und dass dann auch so Diskussionen, was die Angehörigen für andere in Dritte entscheiden sollen, dann endlich ein Ende hat. Ja? Mhm. Denn ich denke mir, wenn heute jemand im Sterben liegt oder gestorben ist oder wie man das jetzt aufgrund dieser Diskussion auch nennen möchte und ich als Angehöriger stehe vor meinem Partner, meiner Familie und jemand ist gerade gestorben, ich bin tief gerührt und dann soll ich auch noch entscheiden, was wollte er denn, was hätte er denn gewollt? Ich glaube, da ist wirklich jeder überfordert mit. Mhm. Herr Lauterbach, glauben Sie, dass wirklich mehr spenden würden? Es kamen jetzt eben die beiden Argumente auf, dass auf jeden Fall, das möglicherweise nicht so ist. Auf jeden Fall. Also wir haben ja in Deutschland eine besonders niedrige Spendebereitschaft im europäischen Vergleich. Und es gibt also auch eine Reihe von Untersuchungen dazu, woran das liegt. Der Organspendeausweis, der spielt bei 8 oder 9% der Organtransplantationen heute überhaupt eine Rolle. Weil die meisten Menschen haben keinen oder ist nicht verfügbar zu dem Zeitpunkt. Es läuft in der Regel über die Angehörigen. Das ist natürlich eine Belastung. Ich bin auch der Meinung, so habe ich Sie verstanden, dass das zum Teil eine kaum zumutbare Belastung ist. Also ich habe es selbst erlebt, schon als Student. Also ich habe in einer unfallchirurgischen Abteilung als Student gearbeitet. Und da wurden dann also die Eltern konfrontiert nach einem schweren Autounfall. Kinder starben, also wie steht es mit der Organspende? Das gönnt man niemandem. Das ist einfach von daher. Also, aber wir wollen daher zum einen durch so eine Entscheidungslösung erreichen, dass dieses Drama vermieden wird, diese Zumutung. Es ist ohne Alternative zum jetzigen Zeitpunkt häufig, aber es ist auf jeden Fall eine eine Grenzsituation, eine Tragödie. Das muss weniger werden. Also die Entscheidung, so wie ich sie verstanden habe, zu dem Zeitpunkt, wo man für sich selbst noch entscheidet, ohne dass man krank ist, das ist ja viel besser. Und zum Zweiten, dann hätten auch viel mehr Leute die Chance, ein Organ zu bekommen. Dabei soll übrigens auf alles eingegangen werden, was Sie gesagt haben. Wir wollen ja aufklären, wir wollen ja niemanden. Ich will nur sagen, also es ist nicht vorgesehen, dass wir die Entscheidungslösung durchziehen, ohne dass die Bevölkerung aufgeklärt wurde, wie so eine Transplantation abläuft. Wir haben ja schon so viele Jahre Zeit gehabt, die Bevölkerung aufzuklären. Das ist ja auch unendlich viel Geld für ausgegeben worden. Aber Sie haben doch nie über die wirklichen. Sie klären über die Situation der Organempfänger auf, aber Sie klären nie über die Situation des Organspenders auf. Wie haben Sie das denn damals erlebt? Vielleicht können Sie uns das mal beschreiben. Es ist eine Situation, Sie warten darauf, dass Ihr Kind nach Hause kommt. Es kommt nicht nach Hause. Stattdessen steht die Polizei vor der Tür und sagt Ihnen, der ist schwer verletzt. Und dann rasen Sie ins Krankenhaus. Sie sehen da Ihr Kind wieder. Und das liegt da, wird beatmet. Und Sie haben den Eindruck, es schläft tief und fest. Und irgendwann in dieser Zeit kommt jemand auf Sie zu und sagt Ihnen, also Ihr Kind war doch sicher ein sozialer Typ. Und mir ist zu diesem Zeitpunkt nicht eingefallen, dass mein Sohn mit 15,5 Jahren gar nicht so ein sozialer Typ war, sondern sich mit seiner Schwester um ein Stückchen Schokolade prügeln konnte. Aber man sagt ihnen, das Kind ist tot. Man sagt ihnen nicht, das Kind ist hirntot. Vielleicht versteht man das zu dem Zeitpunkt auch nicht richtig, was das heißen soll. Und dann fragen sie ja, ja, nun möchte man Organe haben. Und man wird darauf hingewiesen, dass andere Mütter genauso wie Sie an den Betten ihrer Kinder sitzen und darauf warten, dass ihr Kind weiterleben kann. Aber das eigene Kind hat es jetzt nicht geschafft. Und ich habe es in der Hand, ob ein anderes Kind jetzt stirbt oder nicht. Sie können mit dem Tod des einen Kindes schon nicht fertig werden, des eigenen Kindes, und sind plötzlich in die Verantwortung genommen für den Tod eines anderen Kindes. Das ist ein Konflikt, den man überhaupt nicht schaffen kann. Ja, aber das war genau das, was ich eben gemeint habe. Gut, ja? Ich möchte aber auf die. Lassen Sie mich ausreden. Sie entscheiden jetzt, Sie sollen jetzt entscheiden, Sie geben dieses Kind zur Organspende frei. Sie haben überhaupt keine Vorstellung davon, was eine Organentnahme bedeutet. Sie fragen vielleicht noch oder Sie gucken in die Runde, gucken Ihre Familie an, was soll man denn jetzt entscheiden? Und wir sind schon sozial eingestellt, aber hätte ich gewusst, was auf meinen Sohn zukommt, dass er... Und zwar die größte Operation seines Lebens, denn nach, er
nach dem neuesten Wissen, und ich habe das damals schon so empfunden, ist es ein Mensch, der im Sterben liegt. Das heißt, wir haben ihn, weil man uns gesagt hat, er ist tot. Er ist verstorben. Wir haben ihn verlassen. Das ist der Moment, wo keine Mutter mehr kämpft. Da ist das Kämpfen zu Ende. Da bin ich gegangen und habe meinen Sohn zurückgelassen zur größten Operation seines Lebens, die dann mit dem Tod endete. Das heißt, so ein Mensch wird von oben bis unten aufgeschnitten. Wir nehmen ihm alle Organe. Wir haben Zustimmung zu einem Organ gegeben. Man hat ihm genommen, was man zu dem Zeitpunkt brauchte. Und was mich am meisten empört hat, man hat ihm auch noch die Augen genommen. Und dann hat man ihn in einem so schlampigen Zustand zurückgegeben. Und das ist etwas, wo ich sage, nein. Eine Sache muss klargestellt werden. Also die Tragödie, das ist ganz klar. Ich möchte eine Sache nur klarstellen. Es ist also sicherlich, also alles, was Sie sagen, ist Ihre Art, Sie haben das so erlebt. Aber eines muss klargestellt werden. Ihr Sohn war tot, er war nicht sterbend. Es wird keinem ein Organ genommen, der nicht tot ist. Es darf nicht der Eindruck, es darf nicht stehen bleiben, als wenn es strittig wäre, als dass jemand, dem die Organe entnommen werden, der Spender ist, tot ist. Er ist tot. Das ist also der heutige fachliche Lehrmeinung. Der Hirntod ist aber die Art, und das ist die sicherste Definition des Todes, die wir überhaupt haben. Die von mehreren Ärzten, auch von zwei Ärzten bestätigt werden. Ich sage einmal, der Hirntod ist unsere beste Definition des Todes. Es gibt keine bessere Definition des Todes. Wird auch aufgeklärt. Diese Aufklärung bitte ich auch Herrn Hetzer. Der Mensch ist hirntot, und das ist unser. Ich würde gerne einmal, dass Herr Hetzer uns das Prozedere erklärt. Sie erleben das selbst. Sie transplantieren Herzen. Sie haben die Situation auch vor Ort im Herzzentrum. Wie läuft das Prozedere denn? Wir haben gerade eine Variante gehört. Ich bin ein Transplanteur. Das heißt, ich habe eigentlich mit der Organentnahme und auch mit der Hirntodfeststellung zunächst nichts zu tun. Das ist heute so fortgeschritten, professionell geregelt, dass tatsächlich über mehrere Stunden wiederholt EEGs gemacht werden, dass sichergestellt ist auch, dass die Durchblutung im Gehirn nicht mehr existiert. Und das ist nach unseren Vorstellungen tatsächlich das Ende des Menschseins. Und ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. Doch, darin gibt es international und auch in Deutschland heftige Zweifel. Und das kann man auch begründen. Wie werden diese Zweifel begründet? Der Hirntod ist ja auch in unserer sonstigen Medizin ein ganz wichtiges Ereignis. Richtig. Wenn auf der Intensivstation Patienten nach einer langen Behandlung tatsächlich die Zeichen des zerstörten Gehirns zeigen, dann wird in der Regel die Behandlung eingestellt. Ja, es ist ein Kriterium, aber dass dieser Mensch nicht ins Leben zurückkommen kann. Darf ich aussprechen? Es ist noch sehr viel strikter in den Untersuchungsmethoden bei jemandem, bei dem eine Organspende entnommen werden soll. Nicht wahr? Das heißt, die Untersuchungen, die erforderlich sind, bevor jemand Organspender werden kann, sind so ausführlich und so umfangreich, dass eigentlich kein Zweifel daran besteht, dass dieses Gehirn zerstört ist. Ich denke, dies ist auf der ganzen Welt so. Und daran zu zweifeln, glaube ich, ist nicht gerechtfertigt. Sie wollten aber noch eine Begründung aus Ihrer Sicht liefern, warum... Also vielleicht zwei Dinge nur. Die Begründung für die Einführung des Hirntodkonzepts seinerzeit auch in Deutschland war, dass das Gehirn das entscheidende Integrations- und Steuerorgan aller Lebendvorgänge ist. Diese Begründung ist inzwischen Land auf Land ab längst naturwissenschaftlich widerlegt. Daran müssen wir uns auch gewöhnen. Und zum Beispiel können eben langzeitbeatmete Menschen im Hirntod können aus der Jugend ins Erwachsenenalter wachsen. Man hat Untersuchungen gemacht in Amerika bei insgesamt 175 Patienten, wo auch Kinder wurden, Jugendliche wurden, Erwachsene haben diese Pubertätsphasen durchlebt. Es sind
nachgewiesen 10 Frauen von gesunden Kindern entbunden worden. Das heißt, der Organismus behält eine integrative Funktion, Fieberbekämpfung, Wundheilung, viele andere Dinge, die natürlich nicht an die Bewusstseinsfunktion geknüpft sind. Das ist aber eine ganz andere Debatte. Das Zweite ist, was ich sagen möchte, es ist auch nachgewiesen worden durch Autopsien, also Untersuchung des Gehirns von Organspendern. Und man hat zur großen Überraschung festgestellt, dass das Gehirn keineswegs autolytisch war, aufgelöst, dass bis zu 60% des Gehirns noch erhalten waren. Und da nun mal die Hirnfunktion und unsere Vorstellung von Bewusstsein oder Schmerzwahrnehmung oder Wahrnehmung überhaupt gebunden ist an Strukturen des Gehirns, so sind ja unsere wissenschaftlichen Vorstellungen, sind natürlich auch von daher berechtigte Zweifel, ob wirklich der Hirntod der Totalausfall des Gehirns ist, aller Hirnteile, und ob dann das Gehirn als entscheidendes Steuerorgan alle Lebensfunktionen erloschen hat. Der Organismus lebt weiter. Es besteht kein Zweifel daran, dass mit dem Sistieren der Durchblutung des Gehirns und der völligen Verschwellung des Gehirns, so wie wir es bei dem Hirntod voraussetzen, tatsächlich eine Rückkehr nicht möglich ist und dass tatsächlich dieses Gehirn zerstört ist. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Es gibt auch leider ich würde gerne einmal Zweifel, von dieser sehr medizinischen Diskussion, die natürlich wichtig und richtig in dieser Frage ist, noch mal ein bisschen Appell Lauterbach. Wollten Sie da jetzt noch? Ich wollte noch mal, also genau, kurz, das bitte. Ist, sagen wir mal, es ist, glaube ich, eine faire Zusammenfassung, wenn man wie folgt argumentiert. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist es zumindest die Überzeugung aller mir Bekannten, also Gremien der Fachgesellschaften, also die mit Organtransplantation überhaupt nichts zu tun haben, die wissenschaftliche Überzeugung eines jeden, also Wissenschaftlers in diesem Bereich, der offizielle Funktion trägt, ist, der Gehirntod ist die beste Definition des Todes, was wir haben. Wenn ich das anders denken würde, dann müsste ich jemandem, wo das Gehirn gestorben ist, den müsste ich weiter versorgen. Wir wissen, dass vom Gehirntod noch nie jemand zurückgekommen ist. Es ist noch nie und ich sage das nur deshalb, weil wenn die Zuschauer uns hören, könnte der Eindruck entstehen, als wenn plötzlich neue Erkenntnisse vorlegen, ob der Gehirntod der Tod des Menschen ist. Das ist nicht so. Der Gehirntod ist auch leicht. Andere Frage, Frau Greinert. Ging es Ihnen damals vor allem darum, dass Sie nicht richtig beraten wurden? Wenn Sie jetzt rückblickend schauen, Sie haben das eben so beschrieben, dass Sie wirklich sich unter Druck gefühlt haben, dass Sie nicht so recht eigentlich wussten, mit der Situation umzugehen. Und Sie haben auch anfangs gesagt, dass es eben wichtig ist, zu beraten. Könnten Sie sich dann vorstellen, dass eben doch Organentnahmen, Organspenden doch gemacht werden oder schließen Sie das völlig aus? Also ich fühle mich schlicht und einfach über den Tisch gezogen. Ich fühle mich manipuliert und ich fühle mich belogen. Aber wenn es jetzt eine Aufklärung gäbe, wenn man jetzt sagen würde, wir klären mehr auf oder anders? Also wenn es eine Aufklärung gäbe, sind hier ja in einer Situation, Sie sind kein Fachmann dafür, Sie sind auch kein Fachmann dafür, das haben Sie ja eben gesagt, Sie sind eigentlich Transplanteur. Fachmann ist im Grunde genommen Professor Zieger. Ja. Aber auch in einer Organisation, die sich damit auskennt. Ich will es einfach nur so. Wir haben zwei verschiedene Meinungen und die sind so unterschiedlich, so gegensätzlich. Ich möchte ausreden. Ich habe manchmal den Eindruck, Sie lesen vielleicht gar nicht die neue Fachliteratur oder Sie lesen überhaupt nicht. Gut, dann müssen Sie auch Ausdrücke gefunden haben. Man spricht heute vom Justified Killing. Ja, das ist die Sonderbeilage aus Politik und Zeitgeschichte, das Parlament, vom 16. Mai. Frau Greinert, es lebt natürlich ein Diskussionsfonds davon, dass jeder seine Meinung haben darf und die jeder auch äußern darf und auch Herr Hetzer natürlich. Das hätte ich gern. Ich hätte diese. Aber geht es sozusagen aber schon darum, dass Menschen sozusagen, wenn sie möglicherweise spenden wollen oder Angehörige das entscheiden sollen, sozusagen eine andere Aufklärung bekommen. Frau Opa, Sie waren in der Situation, dass Sie sozusagen dieses Spenderorgan bekommen haben, dieses Herz bekommen haben. Wie ist es denn für Sie gewesen? Vielleicht können Sie einmal beschreiben, wie das umgekehrte Gefühl nämlich ist, wirklich dann im Prinzip gerettet zu werden. Naja, für mich war die Situation, in diese Warteposition, vollkommen unvermutet und durch eine Infektion gekommen. Und für mich bedeutete diese Krankheit damals das Ende meines so existierenden Lebens. Ja, ich musste, weil ich einfach gesundheitlich nicht mehr konnte, alles aufgeben. Und
mein Radius hat sich immer weiter eingeschränkt. Zu Anfang war es eben noch das Krankenzimmer und irgendwann war es dann nur noch das Bett. Und irgendwann interessiert einen nur noch, wie schaffe ich denn jetzt den nächsten Monat und wie schaffe ich denn jetzt den nächsten Tag. Das einzige Ziel, auf was ich halt zugesteuert habe, war, hoffentlich gibt es ein Spenderorgan. Ja? Als dann dieser Anruf nachts kam, dass es hieß, es gibt jetzt einen Spender, ich war wie betäubt. Also ich kann das nur sagen, das war, wenn man etwas unbedingt haben möchte und auf einmal kommt es, kann man das im ersten Moment gar nicht unbedingt glauben. Ich habe weder an jemanden gedacht, der gestorben sein könnte. Ich habe auch nicht gedacht an meine Familie. Ich war einfach so wie in Watte gepackt und habe gedacht, jetzt, ne? jetzt wirst du einschlafen und entweder du wirst wach oder nie wieder. Ja. Mhm. Diese Situation war ganz besonders und ich glaube, dass man das nicht nachempfinden kann, wenn man mal in so einer Extremsituation für sich und sein eigenes Existieren gewesen ist. Jetzt, Sie erleben das ja dann auch, Sie haben dann die Patienten dort, denen das Herz möglicherweise transplantiert wird. Was empfinden Sie da oder wie bekommen Sie das auch mit? Was ist da mit den Menschen, was passiert mit den Menschen in dem Moment? Frau Opa hat jetzt ein Herz transplantiert bekommen und damit befassen wir uns ja auch, Herz- und Lungentransplantation. Die Patienten, die für eine Herztransplantation vorgesehen werden müssen, sind ja unmittelbar lebensbedroht. Das heißt, ihre Lebenserwartung bewegt sich in der Größenordnung von Tagen, Wochen, vielleicht Monaten. Und nur ein Teil davon kann überhaupt die Transplantation erreichen. Tatsächlich verlieren wir ja Patienten auf der Warteliste regelmäßig. Beim Herzen gibt es noch einen Ausweg mittlerweile, nämlich künstliche Herzpumpen. Mm. Das gibt es für andere Organe aber nicht. Also zum Beispiel Lunge oder Leber. Dafür gibt es keine Ersatzorgane, auch keine künstlichen Ersatzorgane. Die Patienten, die auf eine Herztransplantation warten, sind tatsächlich stationär behandelt in der Regel. Und heute ist es so, dass eigentlich nur die Patienten, die mit höchster Dringlichkeit gelistet sind, überhaupt die Chance haben, ein solches Organ zu bekommen. Das ist in anderen Ländern anders, gar keine Frage. Auch in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Spanien oder in Österreich. Und ich denke, dass tatsächlich, ich stimme Ihnen völlig zu, dass die Aufklärung der Bevölkerung im Vordergrund stehen muss, um tatsächlich nicht nur über die Spende, sondern vor allen Dingen auch die Möglichkeiten der Transplantationsmedizin aufgeklärt werden. Nicht wahr? Frau Ober hat jetzt dieses Herz seit fast 20 Jahren. Ja, 18. 18 Jahre. Letzten Freitag waren es 18. Und Sie sehen, Jahre. Sie lebt also sehr gut. Sie wäre ansonsten schon seit 18 Jahren wahrscheinlich tot. Herr Lauterbach, wie könnte diese Aufklärung noch mal mehr aussehen? Also es kommen bei vielen Menschen nämlich wirklich die Frage auf Ängste auf. Was passiert eigentlich konkret mit meinen Organen? Die werden mir entnommen. Welche Organe können eigentlich entnommen werden? Was passiert eigentlich danach, wenn ich dem mir zustimme, eben vielleicht mit 20 Jahren und sage, ich nehme einen Organspendeausweis? Also zunächst einmal muss es so sein, dass jeder die Informationen bekommt, die er wünscht. Das heißt, es kann nicht angehen, dass wir also jeden jetzt zwingen, sich also mit der Entnahmetechnik auseinanderzusetzen. Das ist durchaus, also genau da bin ich Ihrer Meinung, zu verlangen, dass es alles angeboten wird. Ich muss mich einlesen können, ich muss mich belastbar informieren können, zum Beispiel zum Hirntodkonzept und so weiter und so fort. Wenn ich da Zweifel habe, dann bin ich nicht bereit zu spenden. Also soll ja niemand, die Entscheidungsbasis soll ja verbessert werden. Das muss also stimmen. Und da muss auch die Möglichkeit bestehen, dass ich sage, okay, ich glaube, ich weiß genug, ich bin bereit zu spenden. Das heißt, es ist kein Zwang dazu, jetzt sagen wir mal, da zum Wissenschaftler also, selbst zu werden, dass man nachher der Fachmann sein soll oder so. Aber jede Information, die also gegeben wird, muss stimmig sein und muss sozusagen in einer Art und Weise aufgearbeitet sein, dass jeder versteht. Und das ist, was wir beabsichtigen. Da also kommen, glaube ich, auch unsere Interessen zusammen. Also die Art und Weise. Können Sie tatsächlich den Angehörigen oder den potenziellen Organspendern sagen, in welcher Situation sie sind? Sie haben das kurz eben gesagt, dass sie eigentlich in einer Situation sind, wo sie in ihrem Sterbeprozess sind, wo sie mit, ich weiß nicht wie viel prozentiger Sicherheit, wahrscheinlich zu Ende sterben.
müssen irgendwann. Aber dass in dieser Situation sie alleine sind, es ist kein Angehöriger dabei. Nee. Sie sind noch nicht zu Ende gestorben. Wenn sie versterben, zwischenzeitlich, werden sie wiederbelebt. Und sie müssen einfach Eltern mal erklären, wie... Ja, das ist aber wichtig. Sie können nicht auf der einen Seite... Nur zwei Punkte. Erstens, also Sie legen großen Wert darauf. Sie können ein Kind austragen über Wochen, Monate. Aber sagen Sie, wie können hirntote Kinder über Jahre hinweg noch in die reif werden? Wie können die geschlechtsreif werden? Wie können die wachsen? Wir möchten Herrn Lauterbach aussprechen. Also zwei Dinge. Zum einen ist es so, Sie legen großen Wert darauf, dass Sie in dieser Runde von niemandem unterbrochen werden. Und Sie unterbrechen aber die Kollegin hier ständig. Und das ist, also ich finde das also problematisch. Und zum Zweiten, es ist... Gut, Herr Lauterbach, Sie haben jetzt das Wort, bitte. Und der zweite Punkt ist der... Ich will ja vermeiden, dass Angehörige mit diesen Fragen konfrontiert werden in einer Notsituation, weil wir auch wissen, dass das bei vielen Spuren hinterlässt. Das ist ganz klar. Das ist also, es gibt also Menschen, die das sehr gut verarbeiten, andere weniger gut. Und das soll vermieden werden. Daher muss also die Entscheidungslösung will die Entscheidung wegnehmen, verlagern von den Angehörigen, die ja jetzt im Prinzip die Entscheidung zu schultern haben, zu denjenigen, die selbst auch gesund sind und sich dann das informieren können, so intensiv, wie sie wünschen. Das ist also, wir wollen ja diese Tragödie sozusagen vermeiden. Und das soll nicht getrickst werden, sondern das soll auch, also jeder soll da zum Beispiel lesen können, es ist richtig, dass es hier und da, da will ich auch Ihnen nicht widersprechen, eine abweichende Position zur Bedeutung des Hirntods gibt. Mein Punkt war nur lediglich eben der, dass die Mehrheit, dass die Gesamtheit der Fachgesellschaften eben die Position vertritt, die ich hier als die Konsensposition vorgetragen habe, sodass nicht ein Eindruck entsteht, der aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt wird. Herr Hetzer. Ich glaube, man muss etwas dazu sagen zu der Annahme, dass es sich hier um einen Sterbeprozess handelt, wenn die Organe entnommen werden. Tatsache ist es so, dass die Organspender zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich die Organe entnommen werden oder wo die Entscheidung getroffen wird, auch hinsichtlich ihres vegetativen Zustands, das heißt ihres Kreislaufs, am Zusammenbrechen sind. Bei allen diesen Organspendern muss der Kreislauf künstlich mit immer höher gesteigerten Medikamenten unterstützt werden. Und wenn man das nicht täte, dann wäre auch der Kreislauf, das heißt die Herzfunktion, die Kreislauffunktion, innerhalb von Stunden oder spätestens Tagen zusammengebrochen. Das heißt, es ist nicht so, dass bei dem Organspender ein längeres Überleben der Organe, des Kreislaufs möglich ist. Dies ist eigentlich eine wichtige Voraussetzung, dass überhaupt der Hirntod erklärt wird. Und der Hirntod festgestellt wird und dass tatsächlich der Spender ein Spender werden kann. Also es ist nicht so, dass dies ein Prozess wäre, der beliebig hinauszögerbar wäre. Also wir reden ja, oder Frau Kreinert hat eben die ganze Zeit auch vom Sterben geredet. Und ich behaupte jetzt mal, dass ich hier die Einzige bin, die das schon mal erlebt hat. Ja? Weil alle anderen hier sind Mediziner oder betroffen von der anderen Seite. Und was mir an dieser Diskussion so ein bisschen missfällt, ich bin kein Mediziner, möchte das auch nicht bewerten, was jetzt hier über medizinische Einzelheiten ausgeführt, aber was mir als Otto-Normalmensch ein bisschen missfällt, ist diese Mystifizierung des Todes. Ja? Sie sind, ich habe das im Internet entnommen, ausgebildete Schamanin, soweit ich das richtig gesehen habe, die eben auch so im Hintergrund oder irgendwas... Das haben wir aber sicher falsch entnommen. Also ich habe auf jeden Fall... die Meinung, dieser Gedanke, der Tod ist etwas Mystisches und er tritt in verschiedenen Stufen ein. Und sowas kann ich jetzt selber überhaupt nicht. Also ich war zweimal, musste zweimal wiederbelebt werden und habe mich so auf dem langsam schleichenden Weg in Richtung Sterben bewegt. Und ich muss feststellen, es war relativ traurig und spektakulär. Ja? Man ist einfach immer weniger geworden. Und man ist in dem, was man auch dachte, man wurde immer kleiner, immer weniger. Und ab einem bestimmten Punkt
hat man einfach, was man so schön einen Filmriss nennt. Mhm. Ja? Ab irgendeinem Moment war alles weg und ich war mit Sicherheit nicht hirntot oder etwas anderes. Ich war noch im Grunde vollkommen in Ordnung und trotzdem habe ich an nichts Erinnerung, weder an Gefühle noch an Gedanken noch an irgendwelche anderen Emotionen. Und aus meiner Erfahrung, die ich habe, behaupte ich mal, dass der Tod etwas ist, von dem der Sterbende relativ wenig ab einem bestimmten Punkt noch mitkriegt. Dann ja? Darf ich Sie fragen, weshalb besteht denn dann so die große Angst vor dem Sterben? Im Grunde, ich möchte nicht zu sehr in die Sterbediskussion. Wir sind auch fast am Ende der Sendung. Ich würde gerne, wo wir uns ja wahrscheinlich alle relativ einig sind, dass man sozusagen Menschen, die auf ein Organ angewiesen sind, möglichst helfen sollte, wenn man könnte. Die Frage ist, wie tut man das? Wie werden die Angehörigen aufgeklärt? Wie wird der Spender aufgeklärt? Herr Zieger, wenn es jetzt eben die Möglichkeit gibt, man sagt, gesunde Menschen, die sich vielleicht mit 30 Jahren oder wie auch immer gesund dazu entscheiden, ja, ich möchte meine Organe spenden, ich habe mich informiert. Können Sie damit leben? Klar kann ich damit leben. Man kann nur so nicht damit umgehen. Das sind zutiefst existenzielle Fragen. Mhm. Genauso wie jemand das Recht hat und auch für sich empfindet, sich nicht zu erklären, nicht zu entscheiden, kann auch jemand, der ein Organ bedürftig ist, entscheiden, ich verzichte. Mhm. Ich lebe mein kleines, kurzes Leben. Mich hat die Myokarditis erreicht oder eine andere Infektion. Also diese Möglichkeit dürfen wir überhaupt nicht aus der sehr eingeengten Debatte rausschließen. Denn wir müssen ja wirklich zu den existenziellen Grundfragen kommen. Die treiben mich als Arzt um, seit ich in diesem Beruf bin. Welche Antworten geben wir da? Und dazu gehört Wahrhaftigkeit, absolute Glaubwürdigkeit, Transparenz der Informationen, Übereinstimmung mit unserer Verfassung, wie ist es mit den Menschenrechten, darf überhaupt ein Angehöriger über eine Frage von Leben und Tod entscheiden? Aber hier geht es ja Betreuungsrecht eben darum, dass letztendlich nicht mehr der Angehörige entscheidet, sondern dass entschieden wird, ich kann mit meinem Verstand, den ich im Moment habe, gesund entscheiden. Deswegen ist das auch der kleinste gemeinsame Nenner. Das ist bei mir die enge Zustimmungslösung. Sie nennen das Entscheidungslösung oder Erklärungslösung. Oder darauf wird die Debatte ja hinauslaufen. Ich denke, damit kann ich leben, wenn es um die enge Zustimmungslösung geht. Ich denke heute, also wir als Verein betreuen ja, seit wir den Verein seit 15 Jahren in Berlin haben, die Patienten, die auf der Warteliste sind oder eben in die Ambulanz kommen, die dann zu Herrn Professor Hitzer kommen. Und wir führen Gespräche mit den Leuten. Aufgrund der Tatsache, dass ich sage, ich habe es hinter mir, hast du Fragen an mich, möchtest du etwas wissen? Und von allen Menschen, die vor mir gesessen haben, in den ganzen letzten 15 Jahren, gab es nicht einen, der gesagt hat, ich möchte nicht die Chance nutzen, weiterzuleben. Und ich behaupte, dass man, wenn man erstmal so am Rande seines Lebens steht, man wirklich nach jedem Strohhalm greift. Und es ist die Frage, ob man nicht zum Beispiel auch koppeln könnte, die Idee, jeder bekommt ein Spenderorgan, der bereit ist, auch etwas zu geben. Ja, ein Solidaritätsprinzip. Das gibt es in anderen Ländern zumindest schon. Ja? Das ist aber wiederum auch umstritten. Das halte ich für nicht. Also, da stimme ich Ihnen zu. Das ist das muss eine total freiwillige Entscheidung sein. Das kann kein Handel sein, dass ich sozusagen, also überlegen Sie sich jemand, der schon eine Krankheit hat, der mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann ein Organ braucht. Der könnte dann also unter Druck gesetzt werden. Ich bekomme nur ein Organ, wenn ich mich zum Spender erkläre und so weiter und so fort. In dieser Art der auch ökonomische Anreiz, das sage ich alles für falsch. Es muss eine freie Entscheidung sein. Diese Entscheidung muss man früh treffen mit der Information, die man wünscht. Und dann entspricht das auch, also wie Herr Hetzer sagt, dann entspricht das auch unserer Kultur. So sind wir auch. Also wir wollen so eine existenzielle Frage frei und ohne Zwang entscheiden, sodass es nicht zu Tragödien kommt oder zu Entscheidungen, die man möglicherweise später bereut oder für andere treffen muss. Also ich arbeite nun auch in einer in dem Verein Kritische Aufklärung über Organtransplantation. Und da ist eben die andere Seite. Da rufen Menschen an und sagen, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das nie entschieden. Aber da geht es ja um die Aufklärung. Es soll ja die Aufklärung geben, dass richtig, jeder weiß, ja, was passiert. Aber es geht, und da sind wir hier ja doch ein bisschen unterschiedlicher Ansicht, was wir unter Aufklärung verstehen. Ich verstehe unter Aufklärung nicht die einseitig Werbende für die Organspende, davon spricht sondern niemand. Ich rede
zum Beispiel darüber, über den Konflikt, den wir nun gar nicht aufgegriffen haben, aber der hier ja einfach im Raum steht. Ich rede darüber, dass die eine Gruppe der Wissenschaftler sagt, es sind sterbende Menschen, und die Transplantationsmediziner aber sagen, jeder potenzielle Organspender hätte ja die Möglichkeit, an diese Informationen ranzukommen. Nein, heutzutage nicht. Noch nicht so einfach. Da muss man schon sehr lange suchen. Das heißt, Sie müssen medizinische Zeitschriften lesen. Oder Sie müssen, das heißt, es hat ja auch bei uns in den Zeitungen, in der Frankfurter Allgemeinen gestanden. Sie kennen sicher den Artikel von Herrn Sahm. Es hat von der Alexandra Manzai einen hervorragenden Artikel gegeben. Es gibt durchaus Artikel zu beiden Seiten, wo man sich informieren könnte. Gerade für gesundheitliche Aufklärung das Thema aufgreifen. Diese beiden Themen, das wäre etwas, dieses beides zur Verfügung zu stellen, darum geht es. Darf ich fragen, Sie sagten, es kommen Patienten oder es kommen Personen zu Ihnen, die sagen, sie hätten, hätten sie vorher gewusst. Ja. Was sind es für Leute? Sind es Transplantierte oder sind es Angehörige? Nein, das sind Angehörige, die einer Organentnahme zugestimmt haben und die das vorher nicht gewusst haben. Es sind manchmal Menschen, die eben darauf bestanden haben, im Anschluss an die Organentnahme ihren Angehörigen noch mal zu sehen. Und das, was sie da sehen, das entsetzt sie zutiefst. Denn die Menschen haben zum Teil total verkniffene, uralte Gesichter. Und ich habe gerade eine Mutter gesprochen, die hat mir gesagt, es war der absolute stumme Vorwurf, der mir da, wie mich meine Tochter noch angeguckt hat. Daraufhin ist die Frau selber verstummt. Gut, das ist eben wieder die Informationssache. Was kommt da auf mich zu? Was passiert? Die emotionale Ebene, die man nicht unterschätzen darf. Und das wird bei jedem unterschiedlich sein. Herr Hetzer. Also, ich erinnere mich natürlich sehr genau an Ihren Fall, den Fall Ihres Sohnes. Ja, das war ja zu der Zeit, als ich in Hannover noch transplantiert habe. Und es ist gar keine Frage, dass dieser Fall Ihres Sohnes unglücklich gehandhabt worden ist. Und ich glaube, dass dies heute in keiner Weise mehr der Fall ist. Das heißt, der Leichnam desjenigen, dem die Organe entnommen worden sind, wird sicherlich mit einer sehr viel größeren Sorgfalt und Empfindsamkeit gehandhabt. Nur kurz zum Ende, was hat sich da verändert? Das ist jetzt 25 Jahre her, wenn ich richtig informiert bin. Das ist also ich kann Ihnen nur sagen, nein, Herr Hetzer, hat sich nichts verändert. Ja, Herr Hetzer, was hat sich da verändert? Ich glaube, so wie Sie es geschildert haben, wie Sie die Organentnahme bei Ihrem Sohn erlebt haben, was sicher sehr unglücklich war, das würde heute sicherlich nicht mehr der Fall sein. Nicht wahr? Das heißt, der Leichnam desjenigen, der die Organe gespendet hat, wird sicherlich mit sehr großer Sorgfalt und mit sehr großem Respekt gehandhabt. Und so etwas, wie Sie damals leider erleben mussten, was sicherlich auch Ihre weitere Haltung dazu bestimmt hat, das würde sicherlich heute nicht mehr der Fall sein. Ich kann es nur sagen, ich habe diese Anrufe, ich habe diese Eltern am Telefon und die sagen mir, in ähnlicher Weise sind es alles die gleichen Situationen. Sehen Sie hinterher Ihr Kind nochmal, es nützt einfach nichts, den Eltern zu sagen, verabschieden Sie sich jetzt. Gucken Sie sich das Kind nicht noch mal an. Es ist etwas, Sie verlassen einen Menschen, wo Sie instinktiv wissen, der ist ja noch gar nicht. Noch einmal kurz, Herr Lauterbach, das Wort, dann ist unsere Sendung am Ende, bitte. Also zunächst muss man sagen, die allermeisten Organspender sind ältere Menschen heute. Das also die Organe, also die heute transplantiert werden, die kommen in aller Regel von älteren Menschen. Wir können heute Organe also verpflanzen, die von Älteren gegeben werden. Und zum Zweiten, damit kein falscher Eindruck entsteht, die Information soll völlig auskömmlich sein, und zwar für denjenigen, der für sich entscheidet. Das ist darum geht es hier. Hier geht es auf keinen Fall um ein neues Gesetz, womit wir Eltern vorbereiten wollen, also für ihre Kinder eine Entscheidung zu treffen. Darum geht es hier gar nicht, sondern wir wollen so etwas vermeiden. Wir wollen, dass die älteren Menschen zu dem Zeitpunkt, wo sie selbst als Spender noch in Frage kommen, spätestens für sich die Entscheidung treffen. Dann ist das, ich glaube, dann ist uns allen geholfen. Ich danke sehr für diese spannende und auch sehr emotionale Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Ihnen auch danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.